Endlich! Wie lange kann man brauchen, um sich rot-weiß anzuziehen? Wäre blöd, wenn ihr zu spät zu eurer eigenen Überraschung kommt. Mal schnell checken, ob der Opa wirklich noch nichts ahnt. Ich stelle ihm herzlichen Glückwunsch. Auf laut. Okay. Hallöchen. Ja, ich bin's, Shanna. Ja. Ich habe dir geschrieben, aber du hast mir nicht geantwortet. Ich wollte dir nur alles Gute zum Geburtstag wünschen. Dankeschön, Shanna. Ja, das ist aber lieb von dir. Ja, ich habe so viele hier, die da jetzt im Moment, und da habe ich gar nicht drauf geguckt im Moment, glaube ich. Hör mal, da finde ich aber gut, dass du doch an den Opa denkst. Ich habe schon gedacht, okay, vielleicht sehen wir uns in Kürze mal irgendwo, ne? Können uns ja auch mal besuchen. Ja, machen okay? wir. Okay? Gäste kommen, also macht gut. Tschö. Ciao, ciao. Dankeschön für den Anruf. Ich habe dich lieb, okay. Tschüss. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao. Ja, ich dich auch. Tschö. Oh, der ist sauer. Gäste kommen, ciao. Ja. Gäste kommen. Das meinte ich ja, der will ja nicht mit uns reden. Oh. Also, ja, ich glaube, ich habe so viele Nachrichten bekommen, ich habe deine vielleicht. Ja, oh, der ist sauer. Vielleicht sieht man sich ja mal in der Kürze. Ja, vielleicht sehen wir uns noch mal in diesem Leben. Ja. Jetzt zählt jede Sekunde. Jeder falsche Schritt könnte die Überraschung platzen lassen. Lass uns mal von hier gucken. Ja, stopp hier. Leise, Papa. Das kapierst du bei leise nicht. Also unser Plan ist, dass wir uns verstecken und dann spielt das Video. Wir haben uns natürlich was einfallen lassen. Wir haben ein Grußvideo aufgenommen. Da haben wir natürlich nochmal das Best-of des Opas bei den Geißens mit reingeschnitten und wollen ihn damit natürlich überraschen, wollen ihm damit natürlich auch mitteilen, dass wir leider Gottes nicht kommen können und dann wird er sich richtig ärgern. Und dann kommen wir von hinten und überraschen. Aber das erst am Ende. Also, ja, so ist der Plan. Hallo Opa, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wünsche dir nur das Beste. Oh mein Gott, 80 Jahre, das ist so verrückt. Der Fans wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Ich kann kein Kölsch, leider. Noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 80 Jahre. So alt wird kein Pferd im Stall. Du hast es auf jeden Fall geschafft, mit jede Menge Action, mit jede Menge Power 80 Jahre alt zu werden. Ich wünsche dir alles Gute und Gesundheit. Feiert schön, ihr habt ja das Motto Köller Love. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute. Ich wünsche dir was, Köller Love. Jetzt kommt Reinhold. Mein Opa braucht immer Action. Meiner auch. Arschbombe. Oh, der Opa macht jetzt eine Arschbombe. Muss die enden, doch los. Guck, Opa. Guck. Zeig dir mal, wie das geht da, okay? Na ja, hast du denn die Knie? Amigo? Im Rücken, denk an deine Schulter. Opa, du hast gewonnen. Ich finde, das ist irgendwo nicht mehr im Rahmen des Normalen. Da kannst du mal sehen, wie krank der in der Birne ist. Der hätte es nicht. Hey, Amigo. Guck mal, Opa sieht gar nichts. Er hat den Helm über den Augen. Ist das anstrengend? Platsch. Ja, der Opa, der meldet sich ja immer als Erster zu Wort. Dann soll er es auch machen, weil dem läuft natürlich auch so ein bisschen ja irgendwann mal die Zeit weg. Also soll er alles das ausprobieren, solange er es noch kann. Ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit, also. Ja, jetzt kann er's. Guck, Opa kann's. Ja, wenn mein Vater in Fahrt ist, dann kann ihn keiner stoppen. Das habe ich, glaube ich, von ihm so ein bisschen geerbt. Ist bei mir ähnlich so. Und ja, im Alter kann man das noch nicht mehr lernen. Meine Güte, ja, nicht. Schwester, hast du auch... Hast ich du auch warte, nicht hier raufziehen! Warte! Nee! Mein Arm! Hey! Klatsch! Blut! Ich sehe Blut! Guck mal das mal an! Also, du bist bescheuert! Ich sage es dir, aber ich bin absolut bescheuert! Immer diese Aktionen, das ist furchtbar! Den kannst du für nichts gebrochen, der Mann! Ich bin das gewöhnt! Der ist unberechenbar!
Und irgendwann ist er mal, hat das mal hinter sich, auf eine blöde Art und Weise. Aber wie gesagt, da musst du mit leben. Reinhold! Hör den Scheiß auf! Robert! Wie Robert? Meinst du, der könnte jetzt aber helfen? Ich kann da nichts zu sagen. Ich glaub, das ist so schlimm. I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. Der Opa hat noch was im Ohr hier. Lass es mal. Auwei. Scheiße! Verdammtes Ding hier, Mann. Schmeiß er dann den Müll da. Kettensägen, das ist so das Thema von meinem Vater. Ähnlich wie im Horrorfilm. Was meinst du da? Hallo? Hallo? Spinnst du oder was? Guck mal, wie das hier aussieht. Du bist doch nicht ganz normal, ehrlich. Mensch, was war deine Scheißsäge hier? Verdammt nochmal! Opa, ich möchte, dass du noch lebst 100 Jahre. Ja, 100 Jahre? Jahre nicht, aber der ist ja schon 70 geworden mit den Aktionen. Okay, dann noch 30 Jahre. Also, die Kinder haben gesagt, sollst du 30 Jahre leben. Du bist hoch, hin hoch. Da musst du den abfallen. Hier? Ja. Opa, hier wird Neues. Die Kinder haben Angst. Die Kinder haben Angst. Ich kenn dich ja schon was länger. Vergrabe ich dich. Adrenalin brauche ich ab und zu. Da gebe ich dir recht. Ich habe heute hier gute Kerbe drin. Ja, interessiert den Baum doch nicht. Die schneidet nicht. Pass auf, ich mach was anderes. Ihr könnt ihn ziehen. Ja, okay, dann bind den fest oben. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr viel höher klettern, weil die Säge hier dran hängt. Jetzt ist es passiert. Das war ein bisschen blöd jetzt. Der war schon zu weit eingesprungen. Ja, ich weiß auch nicht, was du meinst. Kommst du doch Falle los, so wohin willst, ehrlich? Wollte ich aber nicht. Guck mal, warte, lass nicht bewegen. Mein Hemd hängt da. Das war natürlich dramatisch, diese Baumaktion, wie er da von 5 Meter runtergefallen ist, unten direkt in den Stacheldraht rein. Hey, Opa ist okay. Opa ist okay. Hat er echt Glück gehabt, dass der Schnee ihn abgebremst hat. Die Kinder sind natürlich fast durchgedreht. Also das war eine ernste Geschichte. Kann ich dich sehen? Opa, du bist so scheuer. Och ja. Opa, mach das nicht. Opa, oh. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Die Doris guckt gerade richtig komisch. Ja, jetzt kommt die Doris, jetzt kommt die Doris. Das ist eine Überraschung. Mit der jetzt auch nicht den Park kriegt. Oh, I need a friend to make me happy. Not so long. Einfach. Ich renne in der Hunger, ehrlich. Ich liebe Oma. Ja? Ich liebe Opa. Ich liebe Oma. Ich liebe Opa. Jetzt Ruhe bitte halten. Ich bin so traurig, dass ich heute nicht da sein kann. Aber ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Leider kann ich nicht dabei sein, aber ich verspreche dir eins, wir sehen uns ganz bald. Leider können wir nicht dabei sein, weil du hast uns gelernt, Arbeit geht vor Vergnügen. Genau das machen wir jetzt wieder, von nichts kommt nichts. Die Geißen sind wieder auf Tour, die Geißen sind wieder am Arbeiten. Ciao, ciao, Opi. Hat mich versöhnt.
Schön gemacht. Ja, Vater, das immer noch mal. Wir wären ja nicht die Geißeln, wenn wir nicht noch eine Überraschung im Petto hätten. Wir trinken noch einen mit. Köllala. No need to run. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Alles Gute zum Geburtstag. Das ist der Hammer. Das ist dein 80. Geburtstag. Ich hab's gerade geheult. Oh, wow. No need to run. Ich verzeihe dir auch, dass du mich nicht gratuliert hättest. Ja, das hatte ich. Und er wusste gar nichts. Jetzt wollen wir alle mit. Oh, müssen alle ein bisschen weinen, ha? Weißt du, was denn hier eine Kölsch hier oder so hat? Was ist das denn hier für Dinge? Gut? Der Hammer. Hast du gut gemacht, ja. Dankeschön. Das war eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, wie man heute bei den jungen Leuten sagt, geflasht. Ich bin ja kein Engländer, aber trotzdem, das ist ja nicht so schlecht, das war. Ne? Alles der Bad ist ganz gut geworden. Ne? Ja? Ja. Ich kann mich nicht dran gewöhnen, tut mir leid, ich finde nicht jung. Der Opa hat auch mal ein Bad gehabt. Ja, der hat auch mal ein Bad. Früher. Ja, genau. Aber das ist lange her. Nee. Verdammt lange her ist das. Ja. Schatzi, komm, haben Sie gut gemacht. Und du hast das all verheimlicht. Ich bin froh, dass die hier sind. Also ich habe mich so gefreut, man kann es gar nicht sagen. Also ich bin wirklich überrascht und froh. Oh, liebe Diese Überraschung ist mal sowas von gelungen. Dann kann ja jetzt gefeiert werden. Opa, wir haben ein kleines Geschenk. Du hast ein von kleines uns. Geschenk? Hat mal hier einer das Ding fest, danke schön. Das ist nichts so. Oh ja, das ist aber, hör mal. Ich bin so froh, dass du ein Teil meines Lebens bist und so dankbar für all die tollen Momente, die wir zusammen verbracht haben. Und freue mich auf viel, viel mehr. Ich auch, ich auch. Aber wenn ich 100 bin, dann mache ich den Salto. Mortale. Ja, bist du. Lieber Opa, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und wünsche dir das Beste, nur das Beste. Also wunderbar. Also ich danke euch vielmals. Das wird ein Ehrenplatz bei mir bekommen. Dankeschön.